Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. In dieser Woche möchten wir Sie für unseren Ausflugstipp zu einem Spaziergang durch den Wismarer Lindengarten animieren. Der kleine, aber feine Lindengarten grenzt an den Wismarer Altstadtring und ist eine denkmalgeschützte Parkanlage. Die Anlage wurde von der Stadt im Jahr 1815 mit Hilfe von Spenden auf dem Gelände einer ehemaligen schwedischen Befestigungsanlage errichtet. Durch den Park verläuft der Mühlenbach, der in der Stadt als Grube bekannt ist. Am nordwestlichen Ende befinden sich die Überreste der mittelalterlichen Stadtbefestigung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der ehemalige Wasserturm versorgte bis ins 19. Jahrhundert die Hansestadt mit Trinkwasser. In den Jahren 1996 bis 1997 wurde der Wismarer Lindengarten umfangreich saniert. Außerdem befindet sich das Till, der Treff im Lindengarten, in der Parkanlage. Er ist ein Ort der Begegnung, der ein vielfältiges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt bereithält. Im Park befindet sich außerdem eine bronzene Skulptur von Horst Brühmann mit dem Titel Metamorphose. Sie steht als Einzeldenkmal ebenfalls unter Denkmalschutz. Sie sehen also, im Lindengarten gibt es nicht nur Fauna und Flora zu entdecken, sondern einiges mehr. Ein Spaziergang lohnt sich allemal.